Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Im letzten Part waren wir in der Prüfung des Helden. Und wir sind, ich glaube, so Ebene 30 oder so gekommen. Dann wurde es doch ein bisschen zu hart für uns. Ich sag mal, ein großer Nachteil für uns war, dass wir die Rüstung nicht anhatten. Sonst hätten wir bestimmt noch ein bisschen länger durchgehalten. Also quasi hier unsere Feuerrüstung. Wir sind nämlich durch Verbrennungen gestorben. Und dieser Dude hier, der hat uns erstmal wieder was Neues zu sagen. Ino, was ein wundervolles Kind. A small Deku child came wandering through around the door. He seems the... Hä? Aber schon wieder ein Deku-Kind? Wir hatten doch erst ein Deku-Kind. Ja, so ein Deku-Kind kam her und ist jetzt im Resting Room. Und ich hoffe, die Familie kommt bald. Aber schon wieder ein Deku... Hä? Warum denn schon wieder? Verstehe ich gerade nicht. Gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. Da passiert gerade irgendwas im Hintergrund. Ach, so ein Deku-Kind. Ach, süß. No. Ja, du bist ja schon ein bisschen sweet, ne? Wo ist mein Papa? Ich habe diesen Platz erreicht und ich möchte hier nicht bleiben. Ich habe Angst. Ein großer Mann mit dem Namen Shiba hat gesagt, ich kann hier nicht weg. Warum nicht? Papa. Hat noch was zu sagen? Ich habe ein spezielles Talent, das ich immer mache. I never been good shooting Deku-Nuts, but I can shoot bubbles really well. Ich war niemals gut im Deku-Nüsse schießen, aber ich kann Blasen gut schießen. Mein Papa hat gesagt, das ist mein Geschenk. Do you think he's coming to get me? Meinst du, er kommt mich holen? Er kann Blasen schießen? I really like going into the forest. My daddy always not to go too far, but maybe I went it man in too deep. Ich möchte wirklich in den Wald gehen. Mein Papa ist bestimmt nicht weit weg, aber ich möchte nicht zu tief reingehen. Mein Papa muss so traurig sein oder so. Das ist der sweet, oder? Was ist denn mit dem? Noch nie so ein Deku-Kind gesehen. Ja, das andere ist ja ein Kokiri und kein Deku. Okay. Das ist ja der, den wir jetzt hier mit der Karte in den Wald geschickt haben. Der kam jetzt als Deku wieder. Aber eigentlich werden die ja zu... Style Force oder so, ne? Okay. Wisst ihr was? Ich werde mich jetzt mal... Ja, ich werde jetzt mal noch ein bisschen shoppen gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Hammer gerne hätte. Nee, ich glaube, den Hammer will ich nicht. Und ich würde dann gerne mal in die Arena reingehen. Das passt nämlich gerade so mit den Bedingungen ganz gut. Denn wir hatten ja gesagt... Also nicht die Arena, sondern... ja gut, ist auch eine Arena, ne? Aber ich meine die andere Arena. Diese kleine Arena. Dieses Minispiel quasi. Hier muss ich mir nichts kaufen. Dekunüsse passt. Ich glaube, Pfeile kaufe ich mir mal und Bomben. Das wäre, glaube ich, taktisch ganz gut für die nächste Runde. Ba, 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 ba. Vielleicht kaufen wir uns gleich eine bigere Börse. Eine bigere. Weil, guck mal. Bombbag, 50 Rubine. Nehmen wir mit. Achso. Das war das alte. Ja, dann nehme ich natürlich, ja. Ich kann ich 50 Rubine, 50 Pieces tragen? Ja, damit. So, und dann nehmen wir einfach nochmal das hier mit. So, da sind wir nämlich dahingehend schon mal wieder aufgefüllt. Ja, ich kann genau 50 tragen, sehr schön. Krabbelminen haben wir auch. Wir haben einen Magietrank. Wir sollten auf jeden Fall, wenn wir stärker geworden sind, den Trial des Erwachsenen nochmal machen. Auf Zeit. Damit wir vielleicht eine zweite Flasche bekommen können. Also ich gehe zumindest stark davon aus, dass wir da eine bekommen. Das wäre jetzt so mein Guess. Von dem Typen oben. Ja, ansonsten, wir haben jetzt noch den Kerl. Da könnten wir uns jetzt halt diese Glocke kaufen, ne?
That many people will want to business with you. Ja, ich denke mal, das ist ein zweiter Tauschgegenstand. Wollen wir den mitnehmen? Komm. Ich kaufe die Glocke. The merchants will always come to you. As soon as you do the trials. The merchant? Was ist gemeint mit merchant? Nö. Danke. Okay. Das hätten wir. Ja, so wie gesagt, so ein Trank. Blaues Elixier könnten wir uns mitnehmen. Ich habe halt jetzt aktuell ein grünes Elixier. Ich würde das vielleicht demnächst mal usen, damit das weg ist. Genau. Und holen wir uns hier noch einen Herzcontainer. Das müsste noch drin sein, oder? Jo. Nehmen wir noch mit. Sind wir auch nochmal einen Herzcontainer stärker. Und dann bin ich, glaube ich, erstmal fein mit dem Geld. Genau. So, und jetzt gehen wir nämlich zum Schmied. Und dieser Schmiedetyp hier, der Assistent, der hat doch immer... ja, der lässt uns auch in so eine Arena, ne? Aber das ist eher so minispielmäßig. Deswegen, ich hätte gesagt, oder ich möchte ja mit den neuen Regeln sagen, dass Minispiele quasi vom Rat des Todes ausgeschlossen sind. Und wir... immer, ja, den Schwierigkeitsgrad auf Mittel lassen quasi. Habe ich mit dem eigentlich schon mal geredet? In diesen Pool zu springen ist like immersive yourself in a claiming melody. Keine Ahnung. The waters impress, washes away stress, just like your favorite song, smooth the mind. It's like a refreshing tune for your body and soul, leaving you feeling relaxed and... rejuvenated? What? Okay, I don't know what do you want from me. Ich glaube, er hat einfach was Hochtrabendes gesagt, dass er in den Pool springt und das Wasser wäscht ihn irgendwie rein. Irgendwie sowas hat er gesagt. Okay, wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder in die Arena, würde ich sagen. Auf Schwierigkeitsstufe Mittel. Wir sind mittlerweile ein bisschen stärker, haben das große Schwert hier. Ob das jetzt ein Vorteil ist, weiß ich nicht genau. Wir müssen aber ja sowieso auf Zeit spielen, ne? So viele Gegner wie möglich in kurzer Zeit töten. Deswegen, ich weiß gar nicht. Ach so, warte mal. Ja, wir könnten auch die Zeit anhalten und könnten fett Pfeile schießen. Das können wir auch probieren. Ich glaube aber auch, so ein Flächenschaden wäre geil. Oder halt gar nicht auf Schaden zu achten. Wir müssen halt in einer bestimmten Zeit so und so viele Gegner töten, richtig? Egal, wir versuchen es einfach mal. Komm, wir versuchen es einfach mal so. Ich habe leider schon wieder voll vergessen, wie es war. So. Ja. Los, kommt mal ein bisschen schneller. Ja, gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Reichweitenmäßig bin ich da, glaube ich, auf einer guten Seite. Die müssen eigentlich nur schneller kommen, die Gegner. Zack. Ich glaube, ich brauche gar nicht die Zeit anhalten. Vielleicht im letzten Moment. Und dann shoote ich nochmal mit Pfeilen rein. Hallo. Ich glaube, man braucht noch ein bisschen Glück, welche Gegner kommen. Weil am besten ist, glaube ich, wirklich so Gegner, die auf einen zugerannt kommen. Alter. So, ich probiere das jetzt nochmal. Okay, das geht nicht. Alles klar, die Zeit läuft weiter. Das heißt, das ist sinnlos. Mmh. 51 Monster.
ich bin ein richtig krasser Warrior, also ein richtig krasser Krieger. Deal ist Deal. Ich gebe dir dein Geschenk. Was? You got a cursed helm. Oh, was? Der reduziert den Damage, den ich bekomme, bei der Hälfte? Reduce the damage received by half, ja. Ah, okay. Aber er kostet Rubine und ich werde langsam gemacht. Ja, gut, das ist jetzt... Ah. Da ist er. Der Cursed Helm, verfluchter Helm. Cool, dass wir es geschafft haben. Aber ganz ehrlich, wir werden langsam gemacht. Ah, weiß nicht. Das ist ein bisschen doof, ne? Golden Bell. Ich weiß auch nicht, was diese Glocke immer noch macht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, da muss ich mich nochmal belesen, was diese Glocke genau macht. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt noch über 10 Minuten, ja ungefähr 10 Minuten Zeit. Theoretisch könnten wir wieder reinstarten. Wir könnten auch hier nochmal reingehen. Da können wir mehr Rubine tragen. Ja, ich glaube, das möchte ich sogar machen. Ich glaube, wir gehen da rein. Fighten da noch eine Runde. Ich glaube, Zeit anhalten und so ist ganz cool. Mit Pfeilen in der Kombi. Weil du kannst die halt so geil in die Luft setzen. Das ist schon ziemlich nice. Ja. Ich glaube, so möchte ich das machen. Wir gehen nochmal rein. Wir sammeln nochmal ein paar Seelen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt in den Waves keine Seelen bekommen am Anfang. Was ist das? Achso, da muss ich hingehen wahrscheinlich, ne? Natürlich kriege ich direkt einen Treffer von dem. Doof gelaufen. Muss ich hier mal hingehen, damit das weitergeht? Ja, sieht so aus. Ja, das hat jetzt einen Nachteil, dass ich kein Schild habe. Muss ich da hingehen? Ich glaube ja. So, warte mal, ich bleib hier erstmal stehen. Oder ist der schon fertig? Der ist schon fertig, okay. Wave 5. Okay, wir bekommen halt wirklich immer erst die Punkte, wenn wir neue Waves geschafft haben. Oh shit. Na, also ich glaube, wir waren das letzte Mal bei Wave 30 oder so. Ich schätze mal, es gibt 50. Und dann kriegen wir wahrscheinlich wieder eine neue Tasche mit Rubinen, wenn wir das schaffen sollten. Eine Fledermaus? Echt? War das letzte Mal so easy? Okay. Okay, ich denke mal, bald wird es schwerer werden. Aber nicht mit dem. Okay, es läuft eigentlich ganz gut. Bis jetzt, muss ich sagen. Wave 9. Ein Treffer bis jetzt eingesteckt. Ich bin zufrieden. Oh. Er ist auch noch am Start. Bomben habe ich genug. So, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Ah, jetzt könnte ich auch heimgehen. Alles klar. Ich glaube, das Licht in der Mitte ist immer das Einsammeln von der Seele, ne? Oh Gott. Den hätte ich fast nicht gesehen. Egal. Shit, das war dumm.
So, das war blöd von mir. Ich könnte eigentlich auch den Boomerang dazu holen, oder? Weil dann kriege ich mehr Kohle. Theoretisch. Okay, next round. Wave 11. Natürlich kommt wieder so ein Typ. So. Es geht ja nicht auf Zeit. Also theoretisch kann ich mir alle Zeit der Welt lassen, ne? Und nebenbei ein bisschen Rubine sammeln. Ach so, hier hätten wir jetzt... Ah, ich bin so blöd. Hier hätten wir jetzt eigentlich das Rad des Todes drehen müssen, ne? Ich bin so dumm, ganz ehrlich. Warum vergesse ich das immer? Ich werde es nochmal machen. Und wir werden ab jetzt die Strafe in Empfang nehmen. Ihr habt natürlich vollkommen recht. Ich muss hier das Rad des Todes drehen. Das war jetzt komplett mein Fehler. Sorry. Und wir haben als Strafe keine Magie- und Wirbelattacke. Oh, ich glaube, das kommt hin. Na, dann können wir auch die Uhr wegpacken. Also wenn, ich hätte jetzt sowieso bis jetzt keine Magie eingesetzt. Wirbelattacke weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, auch nicht eingesetzt. Dann, ja, ist das auf jeden Fall weggefallen. Sagen wir einfach, das hätten wir vorher schon gedreht. Und ich habe einfach nur vergessen. Ne? Ich habe einfach nur vergessen. Geil. Hä, war hier noch ein Geist? Hier war doch noch ein Geist, oder? Nee. Nur der Typ. Ah, shit. Das war doof. Ja, mit Magie wäre es schon besser, ne? Okay, das war meine Wirbelattacke. Dumm. Ist schon eine harte Strafe, keine Magie und Wirbelattacke. Achso, sorry. Geht schon weiter. Hab gerade gesehen, der Bildschirm war noch drauf. Ihr habt da natürlich vollkommen recht. So. Ah, dann habt ihr ja gar nicht gesehen, dass ich eine Wirbelattacke gemacht habe. Haha. Okay, next round. Ich werde da oben der Typi, der kommt dann. Also Ganon. Ist ja eigentlich Ganon. So. Machen wir den nochmal schnell. Der ist auch gestorben, einfach durch die Explosion von ihm. Perfekt. Zack. Dulu. Wave 16. Was ist noch gekommen? Ach, hier so eine Qualle. Hi. Das ist dann wieder so, keine Ahnung. Kann man überhaupt nicht vergleichen mit denen davor, ne? Und Stalfos kam halt auch noch nicht. So. Wo? Oh. So. Gibt auch nochmal schön Kohle. Ich finde den Boomerang super nützlich. Ihr fandet den ja teilweise nicht so gut, aber ehrlich gesagt, so kannst du gut ein bisschen Knete nebenbei verdienen. Ah, okay. Zack, zack, zack. So, das war's auch schon wieder, ne? Viel zu einfach. Wave 19. Aber ich glaube, ab Ebene 20 wurde es dann ein bisschen schwerer, ne? Deswegen sind wir dann, glaube ich, auch relativ schnell gestorben auf ab Ebene 20. Irgendwie so. Mal gucken. So, sehr gut. Ich meine, bis jetzt läuft es halt echt gut. Ich hätte auch das Rad des Schicksals drehen müssen. Das bin ich mir auch bewusst, Leute. Aber, ich habe es einfach komplett vergessen. I'm sorry. I'm so much sorry. Oder findet ihr, das hier ist halt auch eher so Nebenquest-mäßig? Ich meine, es hat schon eher was mit einer Nebenquest zu tun. Ist aber auch eine Arena. Ich weiß nicht.
Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. So, den Geist. Oh Gott. Jawohl. Super Position. Perfekt. So lobe ich mir das. Und nächste Runde. Okay, den. Zack. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir auch Probleme damit. Das war... Oh shit. Dass wir teilweise keine Bomben mehr hatten. So, perfekt. Diesmal sind wir echt gut ausgestattet. Ach shit, ich darf keine Wirbelattacke machen. So. So, komm her, Hundi. Jetzt mach doch mal was. Hallo. Und tschüss. Ja, aber Kohle kriegen wir trotzdem ganz gut. Können wir uns theoretisch neue Herzcontainer dann kaufen. Sehr gut. Tolle Runde. Und tschüss. Nice. Sehr, sehr gut. So. Ich glaube, bald haben wir unseren Rekord, ne? Ab 30 ist, glaube ich, neu. Aber ich würde sagen, das machen wir dann auf jeden Fall ab der nächsten Runde weiter. Also im nächsten Part. Weil gleich, ja, machen wir Schluss. Wir machen schon wieder Überlänge. Ich kann leider nicht jeden Tag Überlänge machen, weil ich möchte ja schon, dass jeden Tag eine Folge kommt. Und ab und zu, oh Gott, ja, die Zombies waren auch eklig. Ab und zu muss ich da mich wirklich mal an meine Zeiten ein bisschen halten. So. Ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Vielen Dank. Wir haben es jetzt fast geschafft, dass wir an einen neuen Punkt kommen in diesem Fall. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass das hier auch als Minispiel gelten sollte oder ob das eher eine richtige Arena ist. Die Prüfung an sich möchte ich auf jeden Fall gerne weiterhin in Schwierigkeitsgrad mit den Todesrädern machen. Und ansonsten könnt ihr da ja nochmal schreiben, ob wir das hier auch weiterhin so machen möchten. Vielleicht schließen wir es aber auch trotzdem ab jetzt schon. Ich meine, wir dürfen zwar keine Magie benutzen. Und ihr könnt nochmal schreiben, was vielleicht die goldene Glocke genau macht, wenn ich es nicht schon selber übersetzt habe. Das wäre mir sehr wichtig. Ansonsten schaut gerne auf meine Website vorbei. Da gibt es immer die neuesten Infos, aktuelle Projekte. Gerne auch wieder Strafen vorschlagen, neue Projekte vorschlagen, was ich mal zocken soll. Vielleicht kennt ihr ja auch einen geilen Zelda-Hack oder andere geile Spiele, die auf jeden Fall mal gespielt werden sollen. Da gerne einfach vorbeischauen, vorschlagen und dann lese ich mir das durch. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.